Ja, willkommen zurück, liebe Leute. Wir sind hier stehen geblieben in der Kristallhöhle und wir gucken mal, wie es hier heute weitergeht. Und zwar möchte ich auch erst noch mal kurz gucken im Inventar. Hatten wir hier noch irgendwas? Nee, das waren alles schlechtere Gegenstände. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die loswerden kann. Das ist mir neu. Oh. Gorlin ist leider zurzeit sehr beschäftigt, aber Handel muss immer möglich sein. Wie kann ich dir helfen? Sehr interessant. Ich würde gerne handeln. Ja, das ist ja nice. Okay. Da wusste ich jetzt noch gar nichts von, dass ich das machen kann, dass ich so handeln kann. Was haben wir denn hier? Das ist schlecht. Das ist auch schlecht. Obwohl, ja doch, der ist schlecht, der hat Blutmagie. Der ist ebenfalls schlecht. Und ich bekomme schon wieder Schluck auf. Das ist gar nicht schön. Aber das macht gar nichts. Wir machen hier weiter, ganz als wenn nichts wäre. Magier Schulterplatten. Das ist hier, gleicht sich eigentlich vom Wert eigentlich ganz normal aus. Oh, hier. Level 8. Magische Rüstung 6. Rüstung 8 meinte ich. Handelswert plus Mana. Finde ich ganz nice irgendwie. Habe ich jetzt gekauft? Nee, habe ich noch nicht gekauft. Kann ich das? Ah ja. Kann ich kaufen. Wunderbar. Und dann werde ich das doch mal. Okay, das hat jetzt nicht sehr viel gebracht. Ein Punkt mehr auf Mana. Aber ansonsten bleibt es komplett ausgeglichen. Das Ganze hier war alles schlecht, das weiß ich. Oh, super, 279 zurück. Ja, 8 und die war hier plus 20. Wow. Will ich alles verkaufen, da habe ich das Geld auch wieder raus. Hier, das ist zu teuer. Ach herrje. Ach herrje, da gucken wir, denke ich mal, später noch mal rein. Würde ich sagen. Da gucken wir später auf jeden Fall noch mal rein. Gucken hier erstmal weiter. Nutzloser Schüler, beachte er auf die Krabben und lasse er stets die Blitzsäule aktiv. Taertius, Begründer und Leiter der Akademie von Evencast. Okay. Okay, was haben wir hier? Okay, da kommt schon mal irgend so ein Vieh. Es ist reingelaufen und ist gestorben und ich bekomme die Erfahrungspunkte. Das ist natürlich sehr nice. Das kann ich so abschalten, das ist schon mal gut. Oh, wir machen richtig viel an diesen Krabben. Richtig viel. Machen die sogar schon locker mit dem normalen Schlägen. Ziehen wir den richtig viel ab. So, das finde ich sehr gut. Okay. Erstmal hier in diese Richtung hier. Mal gucken, wo es hier hinführt. Überall da ist auch noch ein Weg. Ich sollte ja hier irgendeinen Stein finden oder irgendwas, war das? Schon wieder ganz vergessen. Oh, jetzt kommen sie von überall. So ein bisschen Nahmagie. War es das auch schon? Na komm her. Auch noch mit. Kriegt jeder ein bisschen was ab hier. Ich schätze mal, die gerade klein sein. Die wird denke ich größer sein. Gute Kristallhöhle hier. Wumms. Und wir sind auch gleich schon wieder Level up, sehe ich. Das finde ich sehr gut. Und hier ist schon etwas. Oh, da ist etwas Starkes. Schöne Höhlenspinne, obwohl so stark ist die gar nicht. Kommt mir nur so stark vor. Ja, genau. Das kommt mir nur so stark vor. So wird's sein.
Nee, sind ja noch jede Menge kleine hier. Aber mit Namagie. Ja, jetzt habe ich nichts mehr. Muss ich ein bisschen aufpassen. Erfahrungsstufe gestiegen. Sehr nice. Nochmal. Oh, die looten hier gar nicht mal so schlecht. Langsam wird's, langsam wird's. Okay, gucke ich mir gleich mal an. Dass Spinnenhandschuhe verlieren können, habe ich auch noch nicht gesehen. Also, ein bisschen unrealistisch. Aber gut, kann man machen. Muss man aber nicht. Rüstung plus 1, Seelenmagie, Mana, Leben. Okay. Ups, jetzt ist mir gerade mein Ohrstöpsel aus dem Ohr gefallen. Ja, könnte man einsetzen, will ich aber nicht. Joa, dann würde ich sagen. Machen wir hier ein bisschen was auf. Ja, wie immer. Erstmal 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dann hier nochmal Schaden, ist ja immer richtig gut. Ich denke, wir machen diesmal ein bisschen mehr auf Schaden. Denn das zieht so gut durch hier. Finde ich schon sehr nice. Kann ich jetzt auch nicht gucken nach irgendetwas? Nee. Ach, hier sind ja wieder welche. Na, jetzt schon fast One-Hit hier, was? Oder auch nicht. Aber wir nehmen es auf jeden Fall schon sehr schnell. Sehr gut mit. Und man verbraucht natürlich dadurch auch weniger Mana. Nehmen einen schönen Ring. Angelegt. Ja, den habe ich direkt angelegt. Was macht der? Maximale Mana und Leben macht er mir auch noch dazu. Also, wegen mir können jetzt gerne doch mehr von diesen Spinnen hier kommen. Habe ich nicht. Ups, ich habe aus Versehen die Karte ausgestellt. Ja, wir gucken erstmal weiter in diese Richtung hier. Geht ja noch eine gute Weile so weiter. Einmal, zweimal, wir haben jetzt schon richtig gut was auf dem Kasten. Da kann auch ruhig mal wieder ein Endboss kommen, finde ich. Das hier macht ja natürlich schon ultragrästen Schaden, die es überhaupt hier gibt. Das ist Wahnsinn. Jo, da kommen gleich nochmal welche. Ah, ich habe keine Mana mehr. Das ist ja sehr mies. So, jetzt aber voll rein. Das gleiche nochmal. Also so langsam fange ich an, diesen Nahzauber wirklich zu mögen. Okay. Die brauchen alle höchstens noch einen Schuss. Hallo. Können Sie mich mal bitte in Ruhe lassen, gute Spinne. Sie spinnen wohl. Das. Nehmen wir alles mit. Ganz klar. Und wir haben noch einen Ring gefunden. Ey, wie nice ist das hier? Wie nice ist denn das hier gerade? Das zweite Ring. Der macht auch nochmal Rüstung, Mana, Leben und so weiter und so fort. Sehr schön. Sehr, sehr schön, finde ich das. So, sieht hier ganz knapp nach einem Rundweg aus oder auch nicht. Ich finde, er sieht hier ein bisschen sehr gefährlich aus. Ich weiß nicht. Ich traue den Braten nicht. Ich werde hier mal vorher abspeichern. Nicht, dass ich hier gleich noch irgendwie an Vergiftung sterbe oder sowas. Ich meine, man weiß ja nie, ne? Oh, wird er treffen? Ich weiß nicht, ob das getroffen hat. Die Höhlenspinne ist auf jeden Fall etwas stärker. Halleluja. Was ist denn hier los? Okay, der muss sitzen. Ja, der sitzt natürlich gar nicht. Ey, super, super. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass hier eine Spinnenkönigin direkt mal rauskommt. Okay, und 187 Schaden ist nicht viel, aber sie macht mir
auch nicht viel Schaden. Oh, schade. Knapp daneben ist leider auch vorbei. Leider vorbei. Ah, es gibt. Versuche ich es mal mit der Welle. Okay, die Welle zieht auch gut was ab. Sogar eher als. Trifft sogar eher als dieser lange Schuss. Mal mit Nahmagie. Ja. Würde ich doch ein bisschen aufpassen. Wenn ich das so ein bisschen mache, wird es halt eine Weile dauern. Aber es regeneriert sich ja auch. Ach, und dann Kisten. Mit der anderen Magie. Habe ich überhaupt etwas getroffen? Ich glaube nicht. Ich werde es doch noch mal mit dem hier versuchen. Ja, es hat jetzt schon getroffen, aber naja. Nicht so gerade der Rede wert. Es ist halt schwierig, sie zu treffen. Und dann haut sie auch schon wieder ab. Aber macht irgendwie Fun. Ja, es hat wieder nichts abgezogen. Oh, diesmal richtig gut getroffen. Diesmal wunderbar getroffen. Besser hätte man nicht treffen können. Und ich denke, das wird auch nochmal ein guter Treffer. Wunderbar. Jetzt habe ich, glaube ich, so langsam den Dreh ein bisschen raus. Ja, so wird's nichts. Und ich finde, die zieht mir auch kaum was ab, irgendwie. Da kann ich schon ein bisschen was riskieren. Boah, okay. Na, der ging daneben. Oh, jetzt bin ich noch paralysiert hier. Na gut. Hälfte haben wir. Ja, Hälfte haben wir gut. So, wo kommt's als nächstes? Ich habe den Finger schon am Drücker, aber. Oh, doch noch getroffen. Sehr gut. Und das wird nochmal ein Treffer. Nicht. Schade. Aber immerhin. Es wird immer etwas besser. Oder auch nicht. Ich habe nichts gesagt. Oh, come on. Schade. Knapp daneben. Da ist er auch schon wieder verschwunden. Ja, jetzt das blockt irgendwie, wenn ich den Strahl, also F3 schieße, dann blockt es gegen den gegen die anderen, was sie auch schießt, diese Giftbälle dort, und dann beißt sich das irgendwie ein bisschen. Da muss ich am Anfang schneller sein, so wie jetzt, und dass es gleich direkt einen Einschlag gibt. Das ist natürlich dann nice. Oh, komm her. Jetzt ist ein bisschen aggressiv geworden. Aber das ist noch lange nicht so schlimm. Werden wir hier noch mal ein bisschen Konter mit der Welle geben. Dann haben wir es auch gleich. Und die hat mich auch gleich, wenn ich nicht aufpasse. Würde sagen, jetzt die nächste werde ich hier mal ein bisschen ausweichen und gucken und aufpassen. Denn ich möchte erstmal mein Leben etwas regenerieren, sonst bin ich hier gleich futschi. Und das möchten wir ja nicht. Ah, das war nicht so gut. Vielleicht trifft die Welle noch ein bisschen. Nein, leider nicht. Gut, jetzt kann ich es, denke ich, mal wieder riskieren. Jetzt habe ich wieder einigermaßen volles Leben. Und ich denke, das wird wieder ein Treffer. Wunderbar. Und der wird auch nochmal treffen. Und der wird auch nochmal treffen. Leider nicht so viel, wie ich mir erhofft habe. Oh. Und hier kommen auch schon wieder andere kleine Spinnen. Ah, yeah. Na, komm on. Weg hier. Haben wir auch nochmal getroffen. Schön.
Sehr, sehr schön. Aber leider auch wieder ein bisschen Lebensverlust mitgenommen. So, komm, treffen wir. Wunderbarer Schuss. Und jede Menge Loot. Loot ist immer gut. Okay, hier speichere ich erstmal ab. Das war sehr gefährlich. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns hier erstmal so ein bisschen die Sachen an. Was haben wir denn hier? Oh, 36 Schaden plus Rückstoß. Gut, geht ein bisschen Seelenmagie runter, dafür noch plus Giftschaden pro Sekunde. Also wird auf jeden Fall schon besser sein. Ja, auf alle Fälle. Ein bisschen Seelenmagie geht runter, kann man aber wieder raufholen mit den Punkten nochmal verteilen, würde ich sagen dann. Also kann man machen, das ist gar kein Problem. Hier muss man sich halt aussuchen, ja, ob man Mana, mehr Mana oder Seelenmagie haben will. Ich habe jetzt so viel Seelenmagie verloren, da möchte ich jetzt auch ein bisschen Seelenmagie behalten, erstmal. Was haben wir hier? Was haben wir denn hier? Dieser Kristall scheint im Inneren zu glühen. Okay, mehr macht er nicht. Questgegenstand, Spinnendrüse. Okay, würde ich sagen, liebe Leute, das wäre es erst einmal wieder für diese Folge. Ich habe auch gerade abgespeichert und dann würde ich sagen, wir sehen uns direkt dann hier wieder in der nächsten Folge und dann würde ich erst einmal sagen, macht's wieder gut, schaltet wieder mit ein und bis dann.